Die Mehrzahl der Flüchtlinge ist nicht im Lager, sondern in Gasthöfen, Pensionen und Heimen untergebracht. Heimatlos gewordene, versorgt mit unserer Hilfe und geschützt von unserer Neutralität, zu der sich Österreich am 26. Oktober 1955 bekannt hat. Als Preis für Freiheit und Unabhängigkeit. Auch für jene, die bei uns Zuflucht suchen. Eine Neutralität, die seither weltweit anerkannt und respektiert wird. Auch diesem jungen Ungarn gegenüber, der mit seiner Braut bei uns Asyl gefunden hat. Sie flohen nicht als politisch Verfolgte. Sie flüchteten vor einer Politik, in deren Zwangsjacke zu leben ihnen unerträglich geworden war. Naja, am 30. März, am Samstag, bin ich von Bremberg nach Ödenburg, nach Schopron, mit Bus nach Schopron gefahren und da habe ich sie dort getroffen. Und zu Fuß sind wir von Schopron oder von Ödenburg wieder nach Bremberg. Das ist 10 Kilometer. Und dann sind wir zur Grenze gegangen. Das ist wieder 8 Kilometer, 7 oder 8 Kilometer zu Fuß. Berge und alles. Und dann haben wir die Grenze erreicht. Naja, dort war ein Loch. Dort sind wir runter, wie sagt man das? Durchgegriffen. Ja. Das klingt, als wäre es nur ein Spaziergang gewesen. Allerdings einer, der vorbei an den Mündungen von Maschinenpistolen und Gewehren, an Wachtürmen und durch den Stacheldraht führte. Immer begleitet von der Angst, das Leben zu verlieren. Wenn die Soldaten jemanden dort sehen, können gleich schießen auch. Naja, können nicht, weil sie müssen sagen, halt oder ich schieße. Aber wenn es auf so einem Ort sind, dass dort, na, wie gesagt, Wald oder sowas, dass niemand hört, dann schießt gleich hin und dann ist Ende. Ja, gefürchtet habe ich schon ein bisschen, aber... Die Frage, ob ihre Flucht, die in diesem Zimmer ihr vorläufiges Ende gefunden hat, das Risiko wert war, hat sie bisher nicht bewegt. Lediglich jene, wie es den zurückgelassenen Angehörigen gehen mag. Ich habe mich nur von meiner Mutter verabschiedet. Es war sehr schwer. Sie tut mir sehr leid. Aber es musste so geschehen. Ich musste raus. Ich wollte, nicht musste. Haben Sie für Ihr neues Leben etwas mitgebracht? Nein. Alles, was ich habe, was ich auf mich habe. Ich habe nichts. Ich habe alles daheim gelassen. Immerhin, zumindest der erste Teil des Wunschtraumes, der Sie zur Flucht getrieben hat, ist bereits in Erfüllung gegangen. Nämlich die große, weite, freie Welt greifbar nahe zu haben. Allerdings, zunächst einmal nur zum Anschauen. Auch mit dem Vorbehalt, ob Sie damit schon das Tor zu jener Zukunft aufgestoßen haben, um deren Willen Sie zu uns gekommen sind. Es hat jedoch anscheinend Ihre Hoffnung gestärkt, sich am Glitzern dieser Welt Ihren Anteil zu sichern. Ich hoffe, dass ich... Ich erreiche alles, was ich wünsche. Meine Wünsche sind, dass ich hier Arbeit kriege, Geld verdiene, schöne Sachen kaufen und sowas. Mein großer Traum ist einmal in Amerika, in New York, das große Stadt ansehen. Hier kann man das erreichen, aber daheim ist es nicht möglich. Wo sie herkommen, ist vieles nicht möglich. Auch nicht ein freier Mensch zu sein. Sie
Sie werden sich deshalb in der für Sie neuen Welt erst zurechtfinden müssen. Auch mit Begriffen, die Ihnen noch fremd sind. Freiheit. Freiheit. Ja, Freiheit. Was soll ich sagen jetzt? Noch wissen Sie, wie viele andere Flüchtlinge auch, mit diesem Begriff nichts anzufangen. Sie werden erst lernen müssen, damit umzugehen. Wir hatten 40 Jahre Zeit. Wissen wir, mit der Freiheit umzugehen? Meantime, this landslide in Stevenson, Washington continues to threaten homes. The driveway at